Aber ich mag ihn auch so. Finde Amanda. Oh, ein schöner Garten. Ein sehr großer Garten. Connor Mark, der Erste. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Chris. Nee, Spaß. Danke für den Follow, sehr lieb von dir. Ist das der Connor, den wir vorher hatten? Oder wie jetzt? Parks Avenue, Detroit. Das ist doch ein Android? Oder nicht? Ist das der, den wir Okay, ich bin verwirrt. Ist es dein Vorgängermodell, was da jetzt liegt, oder ist es einfach was anderes? Das wäre sehr krass. Connor der Erste möge einen. Das ist wirklich der Connor, den ich aus Versehen im ersten Kapitel umgebracht habe. Ist er das wirklich? Also Connor der Zweite. Das tut mir so leid. Aber das ist sehr lieb, dass man den begräbt. Krass. Der wird geehrt. Hallo, Amanda. Connor. Schön, dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war nicht Connor, sondern Manuel Neuer. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir ja so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Er entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Aber für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Okay. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Okay, das mag Amanda anscheinend nicht. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Okay, die macht sich gerade ein bisschen unsympathisch. Die Zeit ist knapp. Sie mag es anscheinend nicht, Abweichler zu sein, weil er hat ja gesagt, Freundschaft, das sind ja auch Beziehungen, Gefühle. Und darum entstehen ja diese Abweichler. Ich glaube, das gefällt dir nicht so. Hat man ja auch gesehen, ging da unten. Ich hatte aber da auch ein Grabstein schon gehabt, bloß. Okay. Ich weiß es nicht. Ich kann mit der Nummer auch nichts anfangen. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja.
Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Es regnet gerade. What the fuck? Wartet. Es regnet gerade. Es ist fast 16 Uhr. Die haben gesagt, es regnet heute nicht. Aber gut, egal. Wettervorhersagen. Was die schon sagen. Du bist noch hier? Ich dachte, deine Mission ist vorbei. Sie wurde verlängert. Hank wird sich sehr freuen, das zu hören. Po! Hallo Po! Cool, ich kann mir alle angucken. Die sehen alle gleich aus. Okay, das sind alles die gleichen Modelle anscheinend. Bei mir ist keine Wolke weit und breit. Die haben eigentlich gesagt, dass es heute nicht regnet, sondern erst morgen Abend, aber ich sehe gerade, dass es regnet, aber es ist trotzdem so Nieselregen und das bedeutet, dass es dann noch schwüler wird. Oh mein Gott. Es wird noch schlimmer. Oh nein! Lesen! Detroit Today. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Okay. Andere Seite von Berlin regnet es noch nicht. Hey Kinglock! Da, ja, ich weiß nicht, was gerade los ist. Das bedeutet nur, die Luftfeuchtigkeit wird noch mehr steigen. Po Brown? Das kann man voll falsch verstehen. Der heißt... Heißt es Polizist? Soll das Polizist heißen? Weil es halt im... Ich weiß es nicht. Lieutenant. Ja, das ist wahrscheinlich dann... Mal gucken. Entschuldigung? Der Hintern. Po! Normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Wow. Police Officer, glaube ich, ja. Muss ich mich hinsetzen? Ja, ich muss. Okay, ich habe keine Wahl. Ich wollte mich eigentlich noch umschauen. Ja, da sitzt. Erkunde das neue Büro. Ja, ich darf noch erkunden. Ich mag das von Spiele, Sachen zu erkunden. Untersuche seinen Schreibtisch. Das mache ich. Mache ich danach. Hier ist irgendeine Einsatzbesprechung wahrscheinlich. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastic Detective, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Hallo, Detective Reed. Der mag uns nicht, ich merke schon. Hallo Schläfer. Nie gesehen. Wie geht's dir? Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen.
Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Wenn ein Mensch dir einen Befehl gibt, führst du ihn aus. Ist schon wieder so ein Arschloch. Müde und selbst, ja, ich bin auch müde. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Geh weg, du Sackfresse. Das nächste Mal bist du der... Noch eine Leiche. Ich werde alle hier umbringen. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich bin auch müde, weil das, mein Zimmer ist so warm gewesen die Nacht. Da konnte ich nicht so gut schlafen. Oh, schon wieder so ein Sackgesicht. Ja, wunderbar, dass die Menschen anfangen umzubringen, wie die behandeln. Öffentliche Meinung ist runtergegangen. Alter, ganz ehrlich. Ich gucke, wohin ich möchte. Kann aber auch, was? Kann aber auch die Menschen verstehen. Ja, die haben natürlich haben auch Angst und sind wütend, weil die Jobs weggenommen werden und sie ersetzt werden durch Androide. Aber es gibt halt auch Androide, die sind im Haushalt, die sollen im Haushalt helfen und werden dann aber gequält und so. Das ist auch nicht so geil. Das ist so beides irgendwie blöd. Hallo Zeron! Wie hat ein Android auch Reflexe und geht in die Knie beim Schlag in den Magend? Sie klauen unsere Jobs! Ja, ist natürlich auch nicht so geil, dass die Menschen ersetzt werden. In vielen Jobs. Das müsste schon fair sein, aber... Androiden werden nicht müde, die können die ganze Zeit arbeiten. Ja... Und die müssen nicht mehr bezahlt werden. Denke ich. Denke ich mal. Sie klauen unsere Jobs. Nochmal. Das erinnert mich gerade an SpongeBob wieder. Mit Thaddeus, der im Bett liegt und sich von SpongeBob verwöhnen lässt. Ne, müde werden die ja nicht, das stimmt. Da kommt schön, er. Sehen, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich hätte seine Sachen durchsuchen können. Fuck. Kann ich mir das nur angucken? Bitte, bitte, bitte. Heavy Dark Metal. Okay, der gefällt mir. Analysieren. Ich guck lieber es nochmal. Ich möchte schon ein bisschen was über ihn wissen. Donuts. Ich hoffe, ich habe genug Zeit. Fächer-Ahorn. Nutze dein Gehirn, nicht dein Androiden. Androidenfreie Zone. Wow. Jimmy's Bar. Mhm. Er hat anscheinend einen Hund. Bernardina. Was man alles herausfindet hier. Abteilungsübergreifende Einheit, verantwortlich für die Zerschlagung des Red Ice Dealer Rings. Okay.
Was habe ich noch übersehen? Das hier. Da unten war da noch was. Oder? Detective Anderson zum Leutnant befördert. Neue Rekordmenge Red Eyes in Detroit beschlagnahmt. Okay. Aber was fehlt mir noch? Was fehlt mir denn hier? Ach, der Cap da. Basketball. Er war ein hervorragender Polizist. Alles klar, er war. Jetzt nicht mehr. Das ist nicht länger nur Cyberlife's Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkommt. Das stimmt. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du bist mir langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Was ich sage, von ihm. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Oh, der wird uns sowas von hassen. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Einen schönen Tag, Captain. Okay. Seid einfach alle unfreundlich. Also die Unfreundlichkeit ist echt extrem, ne? Ich bekomme nur die ganze Zeit Negatives ab. Verdammt. Hört auf damit. Hey. Hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Sind alle gemein zu uns. Was kann ich denn noch hier machen? Ich kann zu Hank gehen, aber es gibt noch zwei andere Wege. Boah, dieser Stalker-Blick, ne? Ach, ist das nicht dieses Pissgesicht? Ja, natürlich. Ich mag ihn absolut nicht. Das haben wir uns schon angeguckt, oder? Ja. Pragmatisch, verständnisvoll. Verständnisvoll mache ich jetzt nicht. Pragmatisch oder konstruktiv? Hören Sie, ich weiß, Sie mögen mich nicht, aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren.
Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Okay. Das ist... Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Danke. Diese Stimmung hier, diese Atmosphäre, perfektes Arbeitsklima. Hier fühle ich mich wohl. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Warum ist er zum Säufer geworden? Okay, ich bin negativ. Bei ihm. Ich bin unten durch. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Ja, ja, geil. Ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Das ist schon mal gut. Aber wir können es halt auch uns verscherzen. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Danton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Ja, ich sag ja. Wir haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Sumo-Ringer, gell? Weil japanische Sachen hat er halt auf dem Tisch, deswegen. Ich fange mal mit der Arbeit an. Dieses Hin und Her, ja. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Danke. Soll ich ihn noch wegen der Uhrzeit fragen? Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja. Zu. Okay. Ich fange mal besser an, ne? Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung, weil... Bevor er mich ganz hasst. Also richtig hasst. Fallbezug, Angriff, Opfer, Charles Bell, Verdächtiger. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234, bla bla bla, angegriffen worden. Der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Corny Dogs. Okay. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Sie ist das Opfer, Verdächtiger. Die Klägerin behauptet, von ihren Androiden, einem AP-700, angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Vernichtet. Leo Manfred, bewusstlos im Haus seines Vaters, Karl Manfred, gefunden. Laut Aussage des Letzten gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Haus-Androiden. Oh, Marcus. Der Android ist ein Prototyp-Modell, Seriennummer unbekannt, und wurde vor Ort von dem Polizeibeamten zerstört. Das ist Marcus, ne? Er wirkt genervt. Ja, deswegen lasse ich ihn jetzt auch in Ruhe. Alle Akten scannen. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Aber bitte!
Ich will doch nur meinen Job machen. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Es ist schwierig, den nicht zu nerven, weil er die ganze Zeit schon genervt ist, ne? Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Es ist wirklich schwierig, wirklich den nicht auf den Sack zu gehen. Der ist wirklich sehr impulsiv. Meine Fresse. Die beiden sind ein tolles Paar. Ja, ich merke schon, das ist so schwierig mit dem. Meine Fresse. Kenne deinen Partner. Ja. Ey, unglaublich. Wir werden noch die allerbesten Freunde in ganz Detroit. Glaube ich.